Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Mich haben in letzter Zeit, speziell in den letzten 2 bis 3 Wochen, sehr viele Nachrichten erreicht mit dem Inhalt oder mit den Fragen Bezug nehmend auf das IRL Streaming Setup mit dem Orange Pi 5 Plus, wie das Ganze so aussieht, wie, welche Einzelteile man dafür benötigt und speziell wie der logische Ablauf dieses Streaming Setups so aussieht. Und ich habe mir gedacht, für die Techniker unter euch oder für die Visualisten oder wie sagt man das, habe ich mir gedacht, ich werde euch das Ganze mal anhand einer, wie soll ich sagen, Zeichnung logisch erklären, wie was miteinander zusammenhängt. Und vielleicht ist das ja eine Hilfe für den ein oder anderen für euch in visueller Form, das Ganze ein bisschen zu realisieren, wie das Ganze aussieht, bevor wir weiter mit der technischen Videoreihe zum Thema IRL Streaming Setup, IRL Rucksack 2024 weitermachen. Also, im Endeffekt ist die Sache die, das Herzstück des Ganzen ist in erster Linie der, so sieht das Ganze aus, Orange Pi 5 Plus. Kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Gut, an diesem Orange Pi 5 Plus hängt eine unschwer erkennbar eine Kamera. In meinem Fall ist es die GoPro Hero 9 oder die GoPro Hero 10. Das Ganze geht in den HDMI-Eingang, ja, denn der Orange Pi 5 Plus hat einen eigenen Video-Encoder. So, danach ist die Sache die, müssen wir das Signal ja in irgendeiner Form, wie soll ich sagen, rausbekommen. Das bedeutet, wir haben hier einen mobilen Router am Start. Da ist eine SIM-Karte drin und der hängt wirklich per Kabel LAN am Netzwerkanschluss des Orange Pi. So, zusätzlich hat man dann beim Orange Pi die Möglichkeit, mehrere, das betrachten wir das Ganze jetzt als ein Smartphone, ja, und dieses Smartphone ist auch mit dem Orange Pi verbunden, aber möglicherweise als eine zweite Internetverbindung, möglicherweise via Hotspot, okay? So. Das Ganze ist befeuert mit einer, wer hätte es gedacht, Powerbank. Diese Powerbank befeuert den Orange Pi 5 Plus. Diese Powerbank befeuert den mobilen Router. Und diese Powerbank befeuert ebenfalls dieses Smartphone hier. Wobei man aber dazu sagen muss, ihr könnt auch mehrere Powerbanks verwenden. Alles klar. Ich in meinem Setup habe auch noch ein zweites Smartphone am Start. Okay? Warum ist das so? Mit diesem Smartphone steuere ich den Orange Pi. Quasi, aber mobil. Das bedeutet, Moment, wait. Als erstes brauchen wir noch einen Strom von der Powerbank auch zu diesem Smartphone hier. Mit diesem Smartphone steuere ich den Orange Pi, beziehungsweise die Streaming-Software, die sich darauf befindet, ja, über die Cloud. Was wiederum bedeutet, was heißt das jetzt? Ich habe zuletzt gesagt, dass ich zwei Leute parallel aktuell am Rande damit beschäftigen, eine dementsprechende Software zu programmieren, die uns einige Dinge erleichtert. Aktuell wird der Orange Pi 5 Plus in meinem Setup mit der Belabox Software, sage ich mal, in Betrieb gegangen und Belabox bietet auch, also Ration IRL, bietet auch einen sogenannten SRT Bonding Cloud Service an. Der ganze Spaß kostet 10 Euro im Monat und den nutzen wir auch. Und über diese sogenannte Cloud steuern wir auch den Orange Pi. Also, ganz kurz, wir haben hier einmal die Cloud, ja, also sprich das SRT
Bonding und die Signale zur Cloud kommen von einerseits vom mobilen Router, andererseits von meinem Smartphone Hotspot. Okay? Und von dieser SRT Bonding Cloud gehe ich mit dem Signal zu einem sogenannten Relay-Server, auf dem OBS läuft. Sprich, mein Rechner zu Hause. Da habe ich dann meine Overlays, den Chat eingeblendet, and so on, was auch immer ihr haben wollt. Ja? Und von meinem Rechner oder von meinem sogenannten Server zu Hause geht es dann los mit dem Signal zu, richtig, Twitch, YouTube oder wo auch immer ihr hin streamen wollt. Als Alternative zu diesem Relay-Server zu Hause, zu dem Rechner zu Hause, zum Server zu Hause, gibt es natürlich auch für diesen Fall einen Cloud-Server, ja, aber, kann man auch so machen, ja, aber die Dinger da kosten zu viel für meine Ansprüche. Ich sag mal so, da liegen wir so bei 75 Euro monatlich aufwärts, ohne Scheiß, habe ich gar keinen Bock drauf. Also, zusammenfassend, sagen wir nochmal, ja, Herzstück, Orange Pie, einen mobilen Router, die Kamera, das Smartphone als Hotspot, das Smartphone als Steuerung, das Ganze mit einer Powerbank oder mehreren, man kann sich das ja aussuchen, ja, befeuert, ja, geht in den sogenannten SRT Bonding Server. Was bedeutet das? Das heißt, auch wenn ich mehrere schlechte Signale habe, kann ich alles zu diesem Bonding Server schicken, der mir quasi aus all meinen schlechten Signalen ein gutes Signal macht. Dieses Signal wird dann zu meinem Server, zu meinem Cloud-Server oder zu meinem Rechner zu Hause geliefert und von dort streamen wir dann direkt weiter zu Twitch, zu YouTube etc. Warum ist dieser Relay-Server hier drin? Warum ist diese Relay-Cloud hier drin? Ganz einfach, sollte ich hier mal ein schlechtes Signal haben, ja, dann ist es so, dass ich hier immer noch live bin. Wie ich das Ganze mache, ob ich da jetzt andere Szenen wechsle oder irgendwie einfach nur einen Blackscreen habe, aber der Stream bricht nicht ab. Beziehungsweise der Stream ändert erst dann, wenn ich das von hier sage, an oder aus. Ja, das bleibt dann mir überlassen. Ich starte den Stream hier, starte hier den ganzen Bums, ich beende den ganzen Bums und beende den Stream hier. Oder umgekehrt, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja? And that's it. Und das, meine Freunde, ich weiß nicht, ob das jetzt mehr oder weniger klar ersichtlich ist, wie dieses... Das sind sehr viele Pfeile, ja, ich verstehe schon, ob das jetzt irgendwie klar ersichtlich ist, wie das Ganze aufgebaut ist, aber das ist es. Sollte es, meine Freunde, dazu Fragen geben, tauschen wir uns gerne aus. Korrigiert mich, wenn ich mit irgendeinem Punkt falsch liege, ja, wenn ich irgendwas übersehen habe, ja. Ihr könnt gerne Fragen stellen, die ich hoffentlich beantworten kann. Tauschen wir uns ein bisschen aus. Wie macht ihr das? Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr Tipps für mich? Braucht ihr Tipps von mir? In diesem Sinne. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Euer Viva. Ciao.